Einen schönen guten Morgen, Anastasia. They always get me with the wrong. Ich gucke immer so komisch in die Kamera, wenn die gerade auf mich zeigt. Ich mache immer lustige Grimassen. Ich muss gerade mal mein Mikro richten. Wir testen nur, ob wir die Dolmetscherin hören. Ja, yeah, yeah. Everything is fine. Everything is perfect. Alles ist perfekt. Magnifique. Willkommen in unserer Frühstückssendung. Schön, dass du bei uns Thank bist. You very much. Vielen, vielen Dank. It's und beautiful. Es sieht toll ja, aus hier. Es, man kann auch alles essen. Colors. Ist das alles echt? I know, I see. So ja, ich weiß, ich sehe das stuff. Schon. Da gibt es wirklich viele leckere Sachen. Wenn du in Deutschland bist, was isst du dann am liebsten? It's kind of when I'm anywhere, I like to wenn ich, eat egal wo ich sushi. Bin, esse ich am liebsten Sushi. I know, it's not really ich weiß, das ist nicht besonders doll. Nicht zum Frühstück, zumindest. Egal. I know. No, I'm not really nein, nicht zum Frühstück. Ich bin aber auch gar keine Frühstücksperson. Ich frühstücke gar nicht so gerne. Decaf coffee ich trinke gerne entkoffeinierten Kaffee. Da kommt es mir zumindest so vor, als wäre ich auch ein Morgenmensch. Deswegen, wenn alle anderen sagen, oh, ich muss jetzt eine Tasse Kaffee trinken, um aufzuwachen, sage ich auch immer, ja, ich auch mit meinem entkoffeinierten Kaffee. Alles gut mit dem Kaffee, schmeckt. Ich muss mal eine Bemerkung zur Brille machen. Vor 15 Jahren hast du den Durchbruch gehabt mit Brille. Es gab keine Frau, die cooler aussah mit Brille als du, aber du trägst sie kaum noch. Warum nicht mehr? I got my eyes LASIK. Das liegt daran, dass ich meine Augen habe lasern lassen, und zwar im Jahr 2005. Und um ehrlich zu sein, als ich das habe machen lassen, da wollte ich beides. Ich wollte mit Brille gucken, ich wollte ohne Brille gucken können. Und als meine Augen dann halt operiert worden waren, da wollte ich die Leute wissen lassen, ich habe immer eine Brille tragen müssen, seit ich 6 Jahre alt war. Und meine Nase hat angefangen, erst hier gesehen zu werden, zumindest in meinem Kopf. Und dann, als meine Augen frei waren, habe ich gedacht, oh Gott, ich habe eine richtige Nase. Ich habe gedacht, ich habe die größte Nase der ganzen Welt. Habe ich gedacht, das war ein Riesenfehler mit der Laser-OP. Okay. Deswegen, als ich dann gemerkt habe, dass es im Grunde doch nicht so schlimm war, da habe ich mich dran gewöhnt, da habe ich mich an mein Gesicht gewöhnt, ohne Brille, und jetzt habe ich sogar eine Brillenlinie, die bald rauskommt, und zwar im nächsten Frühling mit Bloomerine. Sehr schöne Brillen mit Bling Bling hier und da. Sehr schön. Da gibt es auch ein paar Fotos übrigens in der CD von mir, wo ich die Brille trage. Aha. Apropos CD. Ah, noch nicht. Das ist vielleicht die Promo-CD, wie auch immer. Wait, under. Da drunter? Ah, guck mal hier. Yeah, it's good with the Swarovski. Schau mal, okay. Hier mit Swarovski-Steinen. Und die andere, bling, die ist gerade nicht da. Hier bling bling gibt es natürlich auch auf der Bühne. Wir haben nachher eine kleine so Bühne bling, vorbereitet, denn Anastasia wird live singen, Take This Chance. Und du willst mit dieser aktuellen Single ja den Menschen auch Mut machen. Und gerade in der heutigen Zeit ist das, glaube ich, ganz besonders wichtig, weil durch die Anschläge von Paris ist die Angst sehr präsent. Wie hast du davon erfahren und wie bist du damit umgegangen? Was hat das mit dir gemacht, als du davon erfahren hast? You know, I think that I felt our world needed a hug. Ich habe mir gedacht, die Welt brauchte schon vor langer Zeit eine Umarmung, braucht etwas, woran sie sich festhalten kann. Und das habe ich auch mit dieser Single eigentlich gemeint. Auch während meiner Tour Resurrection im letzten Sommer. Und jetzt ist diese Tragödie passiert. Die Menschen trauern in Paris und überall sonst aufgrund dieser Anschläge. Menschenrechte sind verletzt worden. Und ich finde, wir müssen wirklich daran denken, dass sowas oft passiert. Es ist oft passiert, jedem kann es passieren und jeder ist sehr traurig eine gewisse Zeit lang und dann gewöhnen wir uns dran. Dann haben wir wieder unser normales Leben, wir gehen dahin zurück, aber das geht nicht. Wir müssen Grenzen setzen. Und ich bin der Meinung, dass unsere Führungskräfte alle zusammen sein müssen, sich zusammensetzen müssen und darüber sprechen müssen. Und in meinem Herzen, da tun sie das. Das ist meine Vorstellung, mein Wunsch, dass sie wirklich diesen Terror in der Lage sind, aufzuhalten. Sie können natürlich nicht ändern, dass wir uns daran gewöhnen, dass manche Länder nicht mitmachen wollen, aber dieser ernste Terror,
der so unfair ist. You know, a game is der muss a game, bekämpft werden. Ein Spiel ist ein Spiel, aber Krieg, das ist ja nicht mal Krieg. Das ist einfach unfair, ungerecht. Mit der Single Take This Chance willst du den Leuten Mut machen? Die gibt es gleich live hier bei uns in volle Kanne. Du hast zweimal gleich den Brustkrebs bekämpft, 2003 und 2013. Und du hast mal gesagt, was manche als einen Fluch ansehen, ist für mich ein Geschenk. Die Krankheit hat mir geholfen, mich selbst zu entdecken. Inwiefern war sie ein Geschenk? Ja, das stimmt. Und ich habe es wirklich als Segen angesehen. Denn ich habe viel mehr über diese Krankheit gelernt, als ich jemals gelernt hätte, wenn es nicht dazu gekommen wäre. Und das habe ich dann auch angewendet und habe es auch anderen beigebracht, die dasselbe Problem hatten. Und das war eigentlich das Beste, was ich tun konnte, weil ich dadurch anderen helfen konnte. Ich habe mehr gelernt über die Vorteile, über die der verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten, was man tun kann, wie man anderen helfen kann, die auch an Krebs erkrankt sind. Und das ist manchmal das Beste überhaupt, die beste Medizin, als nur die Chemotherapie, wenn man mit jemandem spricht, der dasselbe durchgemacht hat, denn das kann helfen. Inwiefern hat sich der Krebs verändert? Oder dass du diese beiden Krankheiten besiegt hast? Ich glaube, dass ich dieses Schreckliche durchgemacht habe, was meine Gesundheit angeht und das auch vor Augen der Öffentlichkeit kann man das natürlich dann nicht verstecken. Ich musste mich selber im Spiegel anschauen und mir der ganzen Sache bewusst sein. Deswegen hat es mich schon sehr stark verändert, aber eigentlich eher in positiver Hinsicht, denn ich wollte: Krebs, du hast keine Chance bei mir. Du hast mit deinem Krebs gesprochen. Ja, das hat geholfen. Und ja, genau. Ich habe mit meinem Krebs gesprochen, ziemlich viel sogar. Und der will mich gar nicht mehr hören. Ich denke, Musik kann auch oft helfen. Wir hören dich gleich live singen. Darauf freuen wir uns schon sehr. Wir haben auch eine gute Zeit hier im Volle Kanne Studio, denn jetzt gibt es Live-Musik von Anastasia und ihrer Band aus England. Welcome. Nice to have you here. Und zwar aus der aktuellen CD Ultimate Collection hören Sie jetzt live Take This Chance. I am not afraid to let go of what I have become. And everything that I knew before is setting with the sun. And no, it's not that hard to say goodbye. And now I know that it's okay to cry. You're my melody, I'll harmonize the songs we never sung. I never thought in a million years that I could watch while I disappear. All of a sudden I see it clear what to do. I'm gonna take this chance and do something I never tried.